Und hiermit herzlich willkommen zurück zu SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Und bevor wir mit der Hauptszene hier weitermachen, wollte ich mir mal die Kostüme mal so nach und nach anschauen, die wir hier freikaufen können. Unterwäsche, hey Leute, mir ist die Hose zerrissen. Okay. An die Folge erinnere ich mich. Diese Stadt ist nicht groß genug für uns zwei. Das war doch die Folge mit die Pest von Wildwest, ne? Perla sagt, ich sehe korallig aus. Kuschelbob. Oh ja, die Folge kenne ich auch noch. Salat, was ist ein Salat? Pfadfinder, ein Pfadfinder ist auf alles vorbereitet. Dieses Kostüm sagt mir tatsächlich gar nichts. So, und dann haben wir noch die DLC-Klamotten. Schau mal, Gelee Bob, ich bin wackelig auf den Beinen. Ein süßer, süßer Sieg. Okay, die Folge kenne ich auch noch. Oh, Gegenteiltag. Ich bin Thaddeus, Thaddeus, Deus, Deus. Wenn man so tut, als ob man Luft atmet, um Freunde zu beeindrucken. Orobo-Stahlkopf, ein Kopf voller Stahl und Schrauben. Meerjungfrau, Mann Bob. Rette das Meer vor dem Bösen. Und Primitiv Bob. Baunka, Baunka. Okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir doch einfach mal den Thaddeus. SpongeBob, ich brauche deine Hilfe. Sheldon ist zu stolz, um dich zu fragen. Aber dein Missgeschick hat den Abfalleimer umgestoßen und du musst ihn wieder aufstellen. Wir haben bereits ein akribisch durchdachtes Gerüst aufgestellt, aber Sheldon hat seine, zarte Natur nicht mit eingerechnet. Entschuldigung vielmals. Es gibt wichtigere Dinge als umgekippte Mülltonnen. Das ist wahr. Es ist keine Mülltonne, sondern ein Eimer. Und er ist Bikini Bottoms einziges Restaurant. Ja, nicht wirklich, liebe Karen. Überhaupt nicht. Wirklich. Ich kann mir vorstellen, dass alle aus einem Abfalleimer essen wollen, aber das Schicksal des gesamten Universums steht gerade auf dem Spiel. Ach was? Das Universum kann warten, bis wir einem Freund in Not geholfen haben. Okay, ich spreche mir doch mal mit Plankton beim Abfalleimer. Ist ja direkt hier in der Nähe. Aber zuerst zerstöre ich mal hier diese Dickies, die nerven nämlich ein wenig. Komme ich eigentlich da hoch? Nicht wirklich, nein. Hallo, Mrs. Puff. Sieh nur! Das sieht doch so leicht verdächtig aus. Oder da oben ist was. Da oben leuchtet irgendwas, aber wie komme ich da hin? Da leuchtet irgendwas, aber ich weiß nicht was. Als ich wieder zu Hause war, habe ich aus Freude Dreck gegessen. Gebe ich gern zu. War gar nicht schlecht. Mal gucken. Ja, Mist, ich hätte es beinahe geschafft. Da ist irgendwas. Das ist ein Secret. Ich habe ein Secret gefunden. Man kann nur sagen, dass es kein Secret ist. Und hoch mit dir.
Hallo? Hier leuchtet es doch. Ich fliege! Dann halt eben nicht. Wieso funktioniert das nicht? Meine Berechnungen sind fehlerfrei. Können wir helfen? Ich brauche eure Hilfe nicht. Aber wenn ihr diese ganze Unordnung wieder gut machen wollt, dürft ihr mich gerne unterstützen. Hier, nutzt diesen Hochgeschwindigkeitsbewegungsverstärker, den ich eigentlich dafür erfunden habe. Oh, ist das ein Blasensurfbrett? Ja, aber nur mit einem komplizierten Namen kassiert man die Lorbeeren. Denn nutze das Blasensurfbrett, um den Knopf zu erreichen. Okay. Ach, so. Ach, dafür war das da. Ich habe das vorweggenommen, okay. Vielleicht sollte man doch einfach mal der Story folgen. Lerne Blasensurfen, okay. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Okay, ich darf die Tickets nicht treffen. Okay, das hätte mir eigentlich vorne hinklar sein sollen, aber naja. Ich zeig euch, wie man surft. Yeah. Ich habe eine bessere Idee, Leute. Ich habe eine totale Abkürzung-Idee. Als ich wieder zu Hause war, habe ich aus Freude Dreck gegessen. Es war keine Abkürzung, aber ich mache die Tickets einfach kaputt. Schlecht. So geht es natürlich auch. Ich mache die Drops denn kaputt. Ich mache die Drops denn kaputt. Also wirklich, man kann in diesem Spiel wirklich abkürzen ohne Ende. Ein kleiner Klaps reicht schon. Definitiv, SpongeBob. Definitiv. Noch nie hier drin. Aber da die krosse Krabbe verschwunden ist, habe ich wohl keine andere Wahl. Gibt es hier irgendwas Essbares? Bitte nicht in den Apfeleimer. Technisch gesehen ja. Wir Bürger von Bikini Bottom müssen in diesen schweren Zeiten zusammenhalten. Also lass alle wissen, dass der Abfalleimer seine Rolle als die einzige Nahrungsquelle der Stadt demütig annimmt. Ihr Narren! Ich würde niemals von Apfeleimer essen. Niemals. Never ever. Planton, ich wusste immer, dass du tief im Innern ein nützliches Mitglied der Gesellschaft bist. Und keine Sorge, Patrick und ich werden nicht ruhen, bis wieder alles so ist wie vorher, damit nie wieder jemand im Abfalleimer essen muss. Moment, war der letzte Teil wirklich notwendig? Ja, definitiv. Was ist das denn für ein Symbol? Zeit, wieder zur Tagesordnung überzugehen. Danke, SpongeBob. Hey, Kicherkumpels! Hört mir genau zu, ihr beiden. Ich konnte Fleckchens Spuren ausfindig machen, aber sie sind überall verstreut und führen zu all diesen Portalen. Wow, Fleckchen hat's echt weit gebracht. Definitiv. Ihr sollt zuhören! Ihr müsst ihn in all den Welten suchen, in die ihr reist. Ihr seid die Einzigen, die ihn zurückbringen können. Keine Sorge, Plankton. Wir werden nicht ruhen, bis er wieder zu Hause ist.
Gut. Und jetzt verschwindet! Okay, das ist dann höchstwahrscheinlich wieder eine Nebenaufgabe, ne? Yep. Ich würde mal sagen, das machen wir dann, nachdem wir die Hauptstory gemacht haben. Falls wir die nebenbei finden, können wir das auch gerne machen. Dann sammle ich die auf. Aber ich würde jetzt ungern wieder zurück in die erste Welt gehen. Da sind wir ja gerade erstmal frisch raus und ich möchte gerne wissen, wie das Spiel weitergeht. Nicht zu fassen. So viel reines, pures Gelee. So viel rohe Energie. Für das nächste Kostüm. Es sollte dir vertraut vorkommen, aber lass dich vom Äußeren nicht beirren. Wenn du durch das nächste Portal gehst. Oh, Karate. Oh, meine Karate-Montur. Das modischste Outfit, das ich habe. Mit diesem Blaues Seepferdchen, okay. Finde das neue Portal. Und holpriger wird's auch. Für dich. Diese Gelee-Dinger sehen wie etwas aus, was Thaddeus machen würde, oder? Ja, genau. Ich glaube, er meinte es. Wie lautete das Wort? Gebt die Hoffnung nicht auf! SpongeBob und Patrick sind auf dem Weg! Ach, schön. Endlich kann ich von meinem schwarzen Gürtel Gebrauch machen. Seltsam. Sandys Haus wird nasser als sonst. Ich glaube, wir sollten trotzdem die obere Hälfte finden. Ja, definitiv. Aber ich schaue mich erstmal hier um. Man weiß ja nie, ob man hier nicht doch noch irgendwas entdecken tun kann. Besteht ja fast alles aus Pappe. Blick sehe ich jetzt hier gerade nichts. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza. Habe ich gesagt, die ganzen Nebenaufgaben machen wir dann ganz zum Schluss. Wobei das hier interessant aussieht. Von hier kamen wir ja. Da hinten ist was. Komme ich eigentlich hier hoch? Stell dir ein Leben auf hoher See. Ich lasse es besser bleiben. Dass du steckst. So, auf in die nächste Welt, würde ich mal sagen. Der rote Teppich. Warum in Großraumlimos so viel Platz ist, damit man sich ordentlich dehnen kann. Meinst du, Sandy kam hier vorbei? Sie schien mir nie wie ein Eichhörnchen, das den roten Teppich liebt. Aber was weiß ich schon. Gut, dass ich heute eine extra Schicht Spongegloss aufgetragen habe. Oh, Spongegloss. Warum komme ich da nicht hoch? Schon.
Definitiv. Hätte gedacht, das wäre so ein Checkpoint-Punkt. Ich gehe erstmal hier. Nicht auch so zerstören. Okay. Oh nö, ihr seid auch da. Lieferung kommt. Ich muss zugeben, ich hätte absolut jemand Größeren für die Rolle erwartet. Aber auf mich wirkt jeder klein. Können wir mal bitte über das Bild im Hintergrund sprechen? Das ist so leicht unheimlich creepy. Tut mir leid, rede ich zu viel? Es ist mein erster Tag. Ich bin so nervös. Die Aufnahmen beginnen in einer Minute und 58 Sekunden. Nein, 57. Nein, beeilen Sie sich einfach. Okay. Statistisch gesehen halten Regieassistenten nur 0,87 Tage durch, bevor sie entlassen werden. Ich muss besser sein. Zack, zack, hier lang. Geduld ist nicht seine Stärke oder Verständnis oder Freundlichkeit. Hat Pella eine neue Synchronstimme? Die kommt mir so gar nicht bekannt vor. Na gut, ist ja eine Nebenrolle, aber trotzdem, die Stimme kommt mir nicht so bekannt vor. Unglaublich, dass das der Star ist. Da komme ich natürlich irre. Und sind wir im Film? Oh, sehe ich aufgeblasen genug aus? Guck mal, das ist Larry. Ich muss mich gerade erst aufpumpen lassen. Ich musste sogar hier, um hier durchzukommen. Hier, bitte von meiner Schokoladenseite, ne? Dieser Bereich ist zugangsbeschränkt. Keine Fotobomben erlaubt. Enter the Sponge. Oh, guck mal, da sind wir. Oh, oh. Oh. Wie komme ich denn dorthin? Das sieht mir doch ziemlich verdächtig aus. SpongeBob, ich will dein Autogramm. Bitte. Okay. Willst du noch was? Vielleicht meine Brieftasche? Meinen Hausschlüssel? Meine Schuhe? Ist schon gut. Können wir auch mit Larry sprechen? Larry, kriege ich dein Autogramm? Sorry. Larry selbst unterschreibt. Okay, Larry hat noch seine alte Stimme. Ich hab einmal alles zerstört. Und dieses Bild. Unheimlich. Ich sag's euch, Leute, unheimlich. Definitiv. Da auch schon wieder. Aber damit kann ich wohl noch nichts anfangen. Los, Bahnstopp, was machst du? Ein kleiner Klaps reicht. Da dürfen wir auch nicht rein. Und das können wir auch noch nicht machen, okay. Noch hier. Bitte begib dich zum Ausgang, sonst werde ich gefeuert. Der Regisseur wartet auf dich. Nanu, wie bist du so schnell hierher gekommen? Sie muss sich vorgedrängelt haben, Patrick. So ein Glück. Gut, aber ich sag jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei SpongeBob Spankopf, The Cosmic Shake. Bis dahin. Tüdelü.